Zu einer weiteren Sperrung kommt es ab Montag in Hoyerswerda. Die Einfahrt zur Straße am Bahndamm aus Richtung Liebknechtstraße ist nicht passierbar. Eine Umleitung über die Friedrichs-Frenzel- und Dillinger Straße ist ausgeschildert. Radler und Fußgänger können die Baustelle durchqueren. Die Arbeiten der Versorgungsbetriebe in diesem Bereich sollen bis zum 13. Mai andauern.